Liebe Mitbrüder im geistlichen Dienst, verehrte liebe Schwestern und Brüder im Hohen Dom und an den Fernseh- und Rundfunkgeräten. Wir feiern heute mit gutem Grund Danksagung für Gottes Gnade, die uns im siebenjährigen Petrusdienst von Papst Benedikt XVI. Geschenkt wurde. Für uns alle hier ist Papst Benedikt XVI. Kein Fremder. Einem katholischen Christen ist ein Papst nie fremd. Aber als ehemaliger Professor in Bonn, Münster, Tübingen und Regensburg und als Erzbischof von München-Freising ist er gleichsam unser Nachbar von gestern. Und als Bischof von Rom ist er unser Papst von heute. Wie seine 266 Vorgänger steht er unter der Zusicherung des Herrn: Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht erlischt. Und wiederum ist ihm der gleiche Auftrag wie dem Petrus damals gegeben: du aber stärke deine Brüder. Dem Papst ist an erster Stelle in der Gemeinschaft mit dem Bischofskollegium der Weltkirche die Sorge und Verantwortung für das Volk Gottes in aller Welt aufgetragen. Er haftet gleichsam vor Gott persönlich dafür, dass die Kirche in ihrer urapostolischen Gestalt erhalten bleibt, wie die Apostelgeschichte beschreibt. Erstens, sie hielten fest an der Lehre der Apostel, zweitens an der Gemeinschaft, drittens am Brechen des Brotes und viertens an den Gebeten. Sie hielten fest an der Lehre der Apostel. Liebe Schwestern, liebe Brüder, als oberster Lehrer hat der Papst die Kirche in der Lehre der Apostel zu verankern. Sie, die Lehre der Apostel, ist nicht Eigentum der Kirche, sondern Geschenk Christi an die Kirche für seine Welt. Die Lehre darf um Christi und der Menschenwille nicht verbogen, verbilligt oder verfälscht werden. Auch dort nicht, wo sie zu menschlichen Trends im Widerspruch steht. Denn nur die Wahrheit kann uns frei machen, wie der Herr sagt. Ich erinnere nur an die gegenwärtigen Bestrebungen gegen die Unauflöslichkeit der Ehe oder gegen den Vorbehalt Christi nur für die Erteilung der Priesterweihe an Männer, gegen die Festlegung der wesentlichen sakramentalen Verbindung von Gemeindeleitung und Eucharistievorsitz. Die Kirche ist eine von Christus gestiftete sakramentale Wirklichkeit und Realität. Und der Papst lebt uns vorbildlich den Gehorsam gegenüber dieser von Christus gestifteten Wirklichkeit und Wahrheit vor. Wer meint, der Papst könne in der Kirche machen, was er will, der hat sich gründlich getäuscht. Liebe Schwestern, liebe Brüder, vielleicht ist die Treue dieses Papstes zur Botschaft nicht deutlicher zu definieren als in der Redewendung mancher Zeitgenossen: wir sehen ihn lieber, als dass wir ihn hören. Nicht wahr? Die gewinnende, menschliche, warme Art des Papstes wird von vielen Leuten akzeptiert. Seinem Wort, gebunden an die Botschaft und Stiftung Christi, dem widersprechen sie. Wenn er sich zum Beispiel schützend vor das Leben der ungeborenen Kinder stellt, da steht er sehr oft allein. Und wo er das Leben des Menschen gegen vor- und nachgeburtliche Manipulationen verteidigt, dort gehen viele andere zur Tagesordnung über. Und wie oft wird der Papst gerade hier als oberster Lehrer der Kirche auf die Anklagebank irdischer Vernunft geschoben? Ich meine, liebe Schwestern, liebe Brüder, dass jeder dann von uns weiß, wo sein Platz ist. Neben dem Papst, auf der Anklagebank. Und damit im Gehorsam neben Christus
der das Haupt seiner Kirche ist. Das zweite Element, sie hielten fest an der Gemeinschaft. Es gehört zum Wesen der Kirche, dass die Einzelnen in einer Gemeinschaft von Glaubenden stehen und als Gemeinschaft in der Kirche zur Ehre Gottes für die Welt wirksam werden. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen, spricht der Herr ausdrücklich. Deshalb steht der einzelne Christ in der lebendigen Gemeinschaft mit seiner Pfarrgemeinde und ihrem Pfarrer. Und die einzelne Pfarrgemeinde steht in der Gemeinschaft der Diözese und ihrem Bischof. Und sie wiederum stehen in lebendiger Kommunikation mit dem Papst und dadurch mit der Weltkirche. Um die Gemeinschaft zu stärken und zu festigen, bereist der Papst die ganze Welt, obwohl in seinem Alter mit 85 Jahren normalerweise Weltreisen mit einem Mammutprogramm weniger gebräuchlich sind. Um die Verbindung zwischen den einzelnen katholischen Ortskirchen zu verlebendigen, besuchen sich auch die Bischöfe als Repräsentanten dieser Kirche untereinander. Darum bin ich selbst schon als Botschafter kirchlicher Gemeinschaft in meiner Eigenschaft als damaliger Bischof von Berlin, als Erzbischof von Köln und als Kardinal der Weltkirche etwa nach Prag, Krakau, Moskau, Madrid, Wien, Kasachstan, Tokio, Mexiko, Brasilien, New York, Hongkong und so weiter gereist, um in der Begegnung mit den dortigen Bischöfen, dem heiligen Volke Gottes in den einzelnen Ländern unsere Verbundenheit als katholische Kirche von Köln zum Ausdruck zu bringen. Und darum heißen wir auch im Namen des Volkes Gottes in unserem Land, in unserer Stadt Bischöfe aus aller Welt herzlich willkommen. Sie repräsentieren damit bei uns ihre Diözesen mit ihren Gläubigen. Sie hielten fest an der Gemeinschaft, sagt die Apostelgeschichte über die ersten Christen, weil wir mit dem Papst Kommunikation halten, stehen wir auch untereinander in lebendiger Kommunio. Solche Besuche sind nicht kirchliche Ausnahmeaktionen. Sie sind selbstverständliche Konsequenz unseres gemeinsamen katholischen Glaubens. Und das ist nicht erst im Zeitalter der modernen Verkehrsmittel so. Das war von Anfang an in der Kirche Praxis. Denken wir nur an den ersten Weltreisenden in Sachen Evangelium, den heiligen Paulus. Und dann heißt es drittens, sie hielten fest am Brotbrechen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, dass Gott uns sein Leben im eucharistischen Brot mitteilt, ist der Kirche Anlass, auf Freude und Leid miteinander zu teilen und miteinander zu tragen. Weil wir miteinander glauben, teilen wir auch miteinander. Wir teilen die Freuden und Sorgen des Papstes und der einzelnen katholischen Diözesen in aller Welt. Und es ist sicher ein Ruhmesblatt unserer Erzdiözese Köln. Ich sage es zu eurer Ehre mit großer Demut, dass Gottes heilige Volk hier vor Ort in der Erzdiözese Köln uns immer so viel an Geld zur Verfügung stellt, dass wir bis jetzt großzügig im notwendigen Umfang helfen konnten und helfen können dort, wo die Not in aller Welt am größten ist. Über alle Unterschiede von Volk, Rasse und Klasse hinaus macht uns die heilige Eucharistie, die der Leib Christi ist, zum Leibe Christi, der die Kirche Gottes ist. Und darum sind wir uns nirgends näher als dort, wo wir um den Altar versammelt die heilige Eucharistie feiern. Dabei werden übrigens im Hochgebet immer der Name des Papstes und der Name des Ortsbischofs als Garanten der kirchlichen Einheit genannt. Hier nehmen wir uns als Schwestern und Brüder an,
und halten es zusammen, weil Christus uns hält, der im gebrochenen Brot unter uns gegenwärtig ist. Und dann heißt es schließlich viertens, sie hielten fest am Gebet. Liebe Schwestern, liebe Brüder, lassen Sie dich mal das so sagen. Die eigentliche persönliche Note unseres jetzigen Papstes in seinem universalen Petrusdienst liegt wohl darin, dass er sich als der erste Vorbeter in der Kirche versteht. Der Papst ist ein Kontemplativer inmitten seiner weltweiten Aktivitäten. In meinen zahlreichen Begegnungen mit dem Papst, bei festlichen Anlässen in St. Peter in Rom, bei Audienzen auf Synoden und Konferenzen, beeindruckt mich immer am stärksten seine tiefe Sammlung und Gebetsverbundenheit, seine Gebetsversunkenheit, wenn dort gebetet wird. Hier ist etwas vom Geheimnis des Menschen Josef Ratzinger zu ahnen. Die Schwerkraft seines Lebens verlagert sich im Gebet in die Hände Gottes. Das Gebet bewirkt seine Standortveränderungen aus menschlichen Unsicherheiten in die Verheißungen Christi hinein. Und hier liegt der Grund für seinen tiefen Glauben und die tiefe Zeugniskraft seiner Verkündigung auf die Menschen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, der Papst weiß, dass nur das versprochene Gebet des Herrn, ich habe für dich gebetet, Petrus, und unser Gebet für ihn seinen Dienst fruchtbar machen können. Darum ist er selbst ein großer Beter und ein so großer Bittsteller um unser Gebet für ihn geworden. Nur eine betende Kirche bleibt eine lebendige Kirche. Und wenn es wahr ist, liebe Freunde, dass die Kirche immer den Papst bekommt, den sie verdient, dann dürfen wir heute trotz allem ein gutes Stück stolz und dankbar sein, als Glieder dieser Kirche im Jahr 2012 zu leben. Wenn wir einen solchen Papst haben, dann kann doch die Kirche nicht so negativ sein, wie sie oft von außen beurteilt wird. Meine persönliche Bitte, meine lieben Kölner Freunde, am 7. Jahrestag der Papstwahl geht dahin, dass sich der Heilige Vater auf uns in Köln weiterhin verlassen kann, dass er nicht vergeblich auf uns vertraut und dass er in Gegenwart und Zukunft mit unserer Sympathie rechnen kann, damit die Kölner Kirche, die seit dem Mittelalter übliche Bezeichnung auch heute mit Recht trägt, als die immer getreue Tochter Roms. Dazu schenke uns Gott, der auferstandene Herr, seinen Beistand. Amen.